Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTo. Heute mein erster Motovlog in 2017. Ich bin gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Doch es gibt schon ein bisschen was, was ihr erwarten könnt. Aber dazu mehr nach dem Intro. Naja, wie ihr wisst, die Motovlog-Saison oder die Motorrad-Saison ist eröffnet. Die ersten Sonnenstrahlen sind da und wir wollen Motovloggen. Das ist unser Ziel und vor allem auch, was unser Ziel ist, wir wollen mehr Motorrad fahren 2017, mehr große Touren machen und ein großes, großartiges Jahr erleben. Ihr seht schon, meine Motovlogs sehen jetzt anders aus. Ich habe einiges anders gemacht. Ihr werdet dieses Jahr nur Motovlogs sehen, wo ich beide Kameras im Einsatz habe. Ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr nur auf Qualität gehen und nicht auf Quantität. Das bedeutet auch natürlich für euch da draußen, dass wir trotzdem hoffentlich jede Woche einen Motovlog schaffen. Ich hoffe es. Ich weiß es noch nicht, aber wir schaffen es. Großartige Projekte 2017. Ich habe noch nicht das gesamte Jahr durchgeplant. Also es ist noch im Cool. Also ich habe kleinere Projekte für Ende des Jahres, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres. Aber das erste coole Projekt, das hier ansteht, ist nämlich 2017 werden wir die MotoWeek 2.0 veröffentlichen. Ja, ihr habt richtig gehört, die MotoWeek 2.0. Ich wollte im letzten Jahr schon eine zweite Woche machen, doch irgendwie ging das mit den ganzen Projekten nicht mehr ganz gut und hatte auch dann irgendwie keine Lust, 7 Tage 7 Videos zu produzieren. Aber dieses Jahr bin ich tops motiviert, geiles Wort. Ich bin top motiviert dieses Jahr, 7 Tage 7 Videos, immer um 17 Uhr und ich freue mich schon, euch das zu präsentieren. Wann startet 7 Tage 7 Videos, immer um 17 Uhr? Ich schätze mal, dass ich Anfang April bzw. Mitte April das ganze Projekt veröffentlichen werde. Und ihr werdet dann noch einen Trailer sehen und alles drum und dran. Wir werden dieses Jahr auf das Thema eingehen, wie geil Motorradfahren Anfang ist. Oder was? Nein, das ist falsch. Aber es hat auch was damit zu tun. Aber wir werden damit anfangen, wie man aufs Motorrad richtig aufsteigt, wie man richtig schaltet, wie man richtig bremst. Und all das werden wir dieses Jahr durcharbeiten in 7 Tagen. Und ich möchte gerade hier die Motorradanfänger mitnehmen und hoffe, dass ihr viel Spaß dabei haben werdet. Und eins zeige ich euch auch gleich. Letztes Jahr war vieles im Studio gedreht worden. Dieses Jahr versuche ich bei den 7 Tagen 7 Videos alles mit Outdoor-Aufnahmen zu machen und ich versuche derzeit auch eine Fahrschule zu finden, die mir da ein bisschen den Übungsplatz zur Verfügung stellt und ich bin guter Dinge, dass mir das gelingen wird. Auf jeden Fall könnt ihr auch natürlich eure Ideen hier in die Comments schreiben mit Hashtag MotoWeek 2017 und dann euer Videothema, gerade wenn ihr Anfänger seid. Was wolltet ihr schon immer mal übers Motorradfahren wissen? Oder mich interessiert PS und KW, mich interessieren Motorradbegriffe. All das könnt ihr in die Comments schreiben, was ihr wissen wollt. Oder auch zum Beispiel das Thema Motorrad anfahren, schalten, die verschiedenen Arten Motorrad fahren zu können. Schalten ist ein Thema, Bremsen ist ein Thema. Wie bremse ich richtig, wie mache ich die richtige Kurventechnik. Und all das möchte ich dieses Jahr machen. Aber dazu werdet ihr bald schon den Trailer bekommen, also bald in einem Monat. Und werdet das Ganze dann schon sehen. Wir werden wahrscheinlich auch einen Hauptsponsor für das ganze Projekt haben, das sage ich euch auch gleich. Also wir kriegen ein paar Euro für das Projekt, dass wir das machen. Aber ich hoffe, das stört euch nicht, weil im Endeffekt, ihr wisst, wenn ich sowas angehe, dann wird das möglichst mit Qualität produziert. Ich werde mir einen Ronin mieten wahrscheinlich. Ich werde mir einen Slider holen wieder. Also ich habe einen Slider, aber ich werde mir einen Ronin, das ist so ein Gimbal, das hältst du so. Und dann stabilisiert es deine Aufnahmen. Also nur zur Randinformation für euch. Also das kostet auch einiges, so ein Projekt zu verwirklichen, vor allem in der Qualität, in der ich es verwirklichen möchte. Ansonsten steht 2017 ein weiteres Projekt an oder eine weitere kleine Reise für Motorrad, aber dieses Mal ohne meinem schönen Motorrad. Ich habe ja mal gesagt, ich möchte unbedingt Hamburg sehen dieses Jahr und ihr glaubt gar nicht, wie cool das ist. Ich habe vor wenigen Tagen die Einladung bekommen von einer Motorradfirma, dass ich nach Hamburg fahren darf bzw. kommen darf und mir ihr Werk anschauen darf und dort ein bisschen umgucken darf. Und mich würde es mal interessieren, wollt ihr so eine Art Vlog sehen? Weil das wäre ja nicht im klassischen Sinne ein Moto-Vlog, weil ich habe ja dort oben kein Motorrad. Auf jeden Fall werde ich auch zum Beispiel Zink treffen wahrscheinlich und vielleicht auch Lactoweiß. Und allgemein wird man einige Leute treffen können. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es unbedingt in die Comments, dass ihr Hamburg-Vlogs sehen wollt. Ich glaube, es dreht sich um 2-3 Tage, wo ich oben sein werde. Aber das werden wir dann noch sehen. Aber es ist so schön. Es ist so schön, Motorrad zu fahren wieder. Und ich freue mich schon so mega auf mein nächstes Motorrad.
Und ich freue mich schon so mega auf mein nächstes Motorrad. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Das war die beste Transition, die ich jetzt jemals gemacht habe. Mein nächstes Motorrad. Das wurde ja hier auf dem Kanal schon ziemlich ausführlich behandelt. Und es wird noch weiter ausführlich behandelt. Ich werde jetzt in Zukunft, sobald ich meinen A-Führerschein habe, dann endlich, werde ich endlich die gebrauchten Motorräder besuchen können. Da werde ich euch natürlich dann auch wieder mitnehmen mit der Kamera. Und vor allem werde ich euch... Vor allem möchte ich euch den Trip auch zeigen, welche Varianten ich habe, welches Motorrad ich mir wünsche. Und ich freue mich schon auf das Thumbnail. Das habe ich mir nicht schon ausgedacht. Ich stehe in der Garage mit dem zugedeckten Motorrad und ich werde es dann runterreißen, die Plane. Und dann seht ihr mein nächstes Motorrad. Das habe ich schon durchdacht, dieses Video, bevor ich mein Motorrad überhaupt habe. Also, ihr merkt schon, meine Freude für mein nächstes Motorrad ist schon sehr groß. Ich weiß, dass ich das auf meinem alten Motorrad sage und dass ich wahrscheinlich dafür gepeinigt werde von meinem alten Motorrad. Aber, YOLO. Motorradfahren ist etwas, was mich so unglaublich reizt, was ich liebe. Und ich freue mich, mein Hobby 2017 wieder mit euch teilen zu dürfen. Mit so vielen jetzt schon teilen zu dürfen, das ist nicht selbstverständlich und sollte man auch niemals als selbstverständlich erachten. Naja, das waren jetzt so die ersten Projekte für die ersten Monate in der Motorradsaison. Die weitere Projektvorschau möchte ich euch noch gar nicht geben, denn da ist noch einiges in Argen, da muss noch was geplant werden, da muss noch mit Herstellern geschrieben werden und so weiter und so weiter. Ihr wisst, es ist immer kompliziert. Motovlogs kommen, Sonntagsvideos kommen, Studiovideos kommen, Lernvideos kommen. Also all das werdet ihr erwarten können dieses Jahr von mir. Mein Name ist Tom, haut rein und pfiat euch.